Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist die Brand Newsbox Play with Oreo angekommen. Ich selbst bin nicht zwingend ein Oreo-Fan. Wissen manche von euch vielleicht? Pur mag ich die nämlich bisher gar nicht. Ich habe bisher nicht verstanden, warum die Leute die immer so gut finden. Und daher dachte ich mir, naja, spiel mal mit. Vielleicht sind da tolle Ideen, Rezepte, Vernaschungsmöglichkeiten enthalten, die das Ganze vielleicht ein bisschen anders mir mal rüberbringen. Und vielleicht entdecke ich endlich, was daran so toll ist. Ansonsten habe ich immer noch viele Freundinnen, die sich freuen, wenn sie mich besuchen und dann mal Oreo kriegen. Probier was Neues. Genau das habe ich vor. Was haben wir hier drin? Wir haben hier als erstes eine Box. Die Box ist schon mal cool. Die Box ist schon mal richtig cool, gefällt mir gut. Die ist süß. Hätte ich gerne bitte nochmal. Dann hätte jeder meiner Jungs später eine. So muss einer sich damit vergnügen. Aber ich finde die cool. Die gefällt mir. Doch, blau mag ich eh. Super. Mini-Oreo. Oreo, Oreo, was auch immer. Oreo. Das gibt ja echt verschiedene Sprachweisen dieses Wortes. Ich habe sogar schon mal Oro gehört. Warum auch immer das jemand sagte. Könnte mich wieder steinigen, je nachdem, ob ich es richtig oder falsch ausspreche. Auf jeden Fall Mini mit, ich finde ja immer, das ist hier dieses Hundefutter-Verschlussdeckelchen. Das gibt es unheimlich oft bei Hundefutter, habe ich mir manche aufgehoben. Ist immer praktisch für Konservendosen, um sie wieder zu verschließen. Ja, und hier jetzt natürlich auch praktisch zum Verschließen. So, machen wir hier die Seite auf. Was haben wir hier? Eine Originalrolle. Sehr schön. Und noch eine Rolle. Und ein Heft, ein Playbook, was mir jetzt wahrscheinlich dann sagt, was ich damit machen soll, kann. Mal gucken, schauen wir mal rein. So, was haben wir denn hier? Oreo-Eis, Milch, Kontur. Ah, Kuchen zum Backen. Na, das ist doch nett. Da sind ein paar Möglichkeiten durchaus drin. Ja, durchaus kann man da was machen. So, jetzt gucken wir mal, was hier doch drunter ist. So, wow. Eine Maske. Weia. Okay. Oreo Head. Ja. Und was haben wir hier? Das könnte interessant sein. Das könnte mir ja wahrscheinlich durchaus schmecken. Milk Shock, White Shock. Und hier haben wir noch mal die kleinen Packungen für unterwegs zu mitnehmen. Das war die ganze Box. Auf jeden Fall genügend drin, um hoffentlich die Rezepte aus dem Heft auszuprobieren, um ein bisschen mit zu experimentieren und zu probieren. Einmal die drei Packungen, zwei Rollen, ein Döschen, ein Kopf und eine schöne Box fürs Mitnehmen. Ja, eine schöne, bunte Oreo-Box. Oreo, was auch immer, wie man es ausspricht. Und ich bin erstmal zufrieden. Und ob ich wirklich zufrieden bin, das kriege ich raus, wenn ich dann die Produkte alle so mal durchprobiert habe und ein bisschen die Rezepte danach gekocht, nachgebacken habe. Wie hat euch die Box gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.